Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Eine Blitzberatung ist dafür gedacht, dass ihr blitzschnell eure Legung bekommt. Selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Noada, ich grüße dich. Du möchtest wissen, hast du eine Zukunft mit deinem Herzensmann? Ich habe die Legesystem ausgesucht. Was ist sein Plan? Und das schauen wir jetzt an. Sein jetzige momentane Situation beschreibt die Eremit. Und das heißt, er braucht die Ruhe. Immer wieder wird er zurückziehen. Er möchte vieles erstmal verinnerlichen, bevor er überhaupt Schritte macht oder Entscheidungen trifft. Nicht nur bezüglich Liebe, Partnerschaft, sondern auch bei anderen Lebensbereichen, Finanzen, Beruf oder vielleicht ein Umzug. Erstmal muss er das verinnerlichen. Hat er einen Plan? Wenn ja, was? Das zeigt hier dieses Bild. Er ist fleißig und dieser fleißige Mann zeigt die berufliche Situation. Er möchte beruflich etwas verbessern. Er weiß ganz genau, es dauert. Es geht nicht schnell voran, aber er hat diese Geduld und Ausdauer. Er möchte vorwärts kommen. Und dadurch will er auch seine finanzielle Situation verbessern. Dieses Bild hat aber eine symbolische Bedeutung. Und das heißt, an sich selbst arbeiten oder an die Beziehung arbeiten. Die Werte erkennen immerhin, die Münzen symbolisieren die Werte und Wertschätzung, auch Selbstwertgefühl. Das zum Erkennen. Was ist die Fokus? Was ist ihm momentan sehr wichtig? Das zeigt hier dieses Bild. Wieder die Münzen. Er möchte das festhalten, in Besitz nehmen. Diese Richtung geht seinen Gedanken. Und die Münzen haben einen Bezug zum Finanzen, indirekt an seine berufliche Situation, aber hat auch eine symbolische Bedeutung und das heißt Wertschätzung oder etwas in Besitz zu nehmen, was für ihn wertvoll ist und es kann auch eure Liebe sein. Auch die Neigung zum Festhalten oder mal eine sture Haltung. Welche Einflüsse hat von außen, das zeigt dieses Bild. Hier erscheint eine Dame, aber die Karten haben symbolische Bedeutung. Das zeigt seine Haltung oder das, was er erlebt. Die Einflüsse von außen sind unangenehm für ihn und er fühlt sich niedergeschlagen, fast unbeweglich. Wird er etwas verändern oder was soll er verändern? Das zeigt hier dieses Bild. Das kann deine Haltung sein, kann aber auch seine Situation sein. Diese Frau symbolisiert die Ängste. Und diese Ängste halten uns gefangen. Und das will er verändern. Entweder nimm dich so wahr, dass du zu ängstlich bist, auch wenn du das nicht zugibst, weil du Verlustangst hast und er will, dass du dich befreist von deinen Ängsten und bleibst im Vertrauen. Bedeutet aber auch, dass er auch Ängste hat. Und das wird sich verändern, dass er von seinen Ängsten sich befreit. Und es ist auch sehr wichtig, weil die Zahl 9 bedeutet, hier stoßt an euren Grenzen, geht nichts voran. Welche Schritte wird er tun? Das zeigt hier dieses Bild.
Er kommt entgegen und überreicht diesen goldenen Becher. Und diesen goldenen Becher symbolisiert die Gefühle. Wenn der richtige Zeitpunkt da ist, wird er sich öffnen und wird er über Zukunft, über seinen Gefühlen sprechen. Spielt eine andere Frau eine Rolle? Das ist ein Kampf, ein Hin und Her. Diese Einflüsse hat er schon, kann auch bedeuten, dass es anderen Frauen auch gibt, die um ihn kämpfen. Immerhin ist hier ein Kampf. Was will er bezüglich auf dich? Was will er überhaupt? Das zeigt dieses Bild. Die Zahl 4, das sind 4 Münzen. Die 4 Münzen symbolisieren Struktur. Die Zahl 4 bedeutet, das hat Hand und Fuß, das hat Struktur. Die Münzen stehen in Verbindung zum Erde-Element und Erde-Element symbolisiert die Realität. Also er will das Real erleben, mit dir eine feste Beziehung einzugehen. Aber diese Festhalten und nicht loslassen können, das kann seine Haltung sein, kann aber auch deine Haltung sein und das will er nicht. Wie sieht er dich? Das zeigt die Königin. Die Königin, die Münzen. Und die Münzen zeigen die Werte und Wertschätzung. Du bist für ihn sehr wertvoll. Diese Liebe ist ihm sehr wertvoll. Aber er möchte, dass du deine Ängste verlierst, dass du ihn nicht festhalten willst und dass du diese königliche Haltung einnimmst, eine stolze Haltung. Was kannst du tun, etwas zu verbessern? Das zeigt hier dieses Bild, die Gleichgewicht, die inneren Gleichgewicht, auch die Gerechtigkeitssinn, auch die Harmonie. Oder etwas vergleichen oder ausgleichen. Vergleichen meine ich, ihn oder sein Verhalten vergleichen mit anderen Männern. Wenn man ganz ehrlich, ich bin davon fest überzeugt, dass er dich liebt und immer wieder zurückkehrt und überreicht diesem Kelch, was seinen Gefühlen symbolisiert, aber er geht mit dir nicht feinfühlig um. Und dann kannst du überlegen, stell dir das vor, ihr heiratet, habt vielleicht auch Kinder und das musst du tagtäglich ertragen. Und das ist heftig. Also versuche mit anderen Männern sein Verhalten vergleichen. Du musst noch keine Entscheidung treffen, aber Gedanken machen. Weil dieser Bild, und das ist deine Zukunft, erscheint entweder ein anderer Mann in dein Leben, der dich auch begeistert und zeigt Kraft und Mut und gibt dir auch die Kraft und auch die Leidenschaft, dann möchtest du deinen Wunschpartner gar nicht mehr. Und genau das sollst du auch mal vergleichen, weil es handelt sich um deine Zukunft. Möglich ist aber auch, dass er sich verändert und übernimmt diese Haltung. Und in Gegenwart sollst du das vertrauen. Wenn du ihn willst, kannst du ihn haben. Aber es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt dafür, weil er ist noch im Rückzug. Es dauert. Und sein Plan zu verwirklichen, zeigt dieses Bild die Zeit und das heißt Geduld. Bedeutet aber nicht, dass ihr keinen Kontakt habt,
sondern er trifft noch keine klaren Entscheidungen. Und wenn er an sich arbeitet, und es wird auch so kommen, dann wird diese Haltung einnehmen und zeigt Kraft und Mut und zeigt auch die Richtung. Aber du darfst nicht vergessen, wie er mit dir umgeht, und du sollst dich wehren, damit du Respekt bekommst, weil diese Königin verdient Respekt, weil diese Königin ist wertvoll und das bist du. Und er sieht dich auch so. Also verhalte dich so. Ihm auch mal deine Meinung sagen oder zurückhaltend sein. Manchmal ist nichts tun viel mehr getan. Liebe Noada, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn euch es gefallen hat, ich freue mich sehr, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.